Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep. Wir haben heute vor, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, vielleicht noch so ein bis anderthalb Stunden Spielzeit, laut Internet. Und ja, wir schauen mal, was noch so auf uns wartet. Spiel fortsetzen. Bin auch mal gespannt, ich habe gerade erstmal überhaupt nicht im Kopf, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber wir werden es sehen. Natürlich bei irgendwelchen Monstern. Und natürlich im Wasser. Ja, keine Ahnung, ich folge einfach mal diesem Fluss hier. Ich bin gespannt, was noch so für Wassermonster auf uns warten werden oder ob wir ertrinken werden. I don't know. Aber schön wäre es, wenn wir erstmal ein bisschen Luft holen. Ich sehe auch kaum was, ey. Muss ich denn überhaupt hin? Wahrscheinlich erstmal hier weiter runtertauchen, hier die Leiter vielleicht hoch. Ach du meine Güte. Oh, ist die Tür. Ich habe nicht mal gesehen, dass da eine Tür ist, aber okay. Okay, jetzt tauchen wir anscheinend hier weiter rein. Oh, Alter, ich sehe gar nichts. Hier irgendwas greifen. Gehen wir denn überhaupt hin? Das ist gerade sehr verwirrend. Also wir haben versucht, durch die Strömung da durchzukommen, aber ich sage ja, es ist sehr verwirrend gerade. Dann müssen wir hier irgendwas abstellen. Ne, ist einfach nur so ein kleiner Punkt, um Luft zu holen. Okay. Und jetzt werden wir weiter gespült. Wie kann Strömung in zwei verschiedene Richtungen hier gehen? Wo sind wir denn hier überhaupt? Und was ist unser Plan? Außerdem muss das arschkalt sein, weil das ist ja alles Wasser, das aus dem Meer kommt. Ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass es das wärmste Wasser ist. Ja, solange keine Wassermonster kommen, ich finde den Schatten sehr interessant. Wir schwimmen durch die Luft. Okay. Wir klettern wieder weiter nach oben. Ich glaube, unsere Mission war noch irgendwie zu verhindern, dass diese ganze Insel hier absäuft oder so. Oder ach nee, wir wollten jetzt unseren Kollegen retten. Das war das. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Der sitzt ja irgendwo fest auf irgendeinem Dach, braucht sein Insulin und den wollen wir retten. Den Roy hieß er, glaube ich. Da versuchen wir gerade irgendwo hinzukommen. Ich weiß zwar nicht, woher wir wissen, wo wir überhaupt lang gehen, denn ich habe schon lange die Orientierung verloren, in welche Richtung wir überhaupt gehen, aber ja. Ja, es riecht doch schon die ganze Zeit. Es ist überall schon Öl, auch im ganzen Wasser und sowas. Ach, noch mehr Tauchsektionen. Weiß nicht. Wasserlevel sind immer so, naja. Es sind sehr wenige Spiele, die das wirklich gut hinbekommen. Subnautica zum Beispiel. Aber Subnautica basiert ja auch komplett auf Wasser. Also von daher, I don't know. Ja, hier ist zum Glück nicht ganz so viel Wasser. Das ist jetzt eine Sektion. Davor hatten wir ja noch nie damit zu tun. Und ich hoffe danach auch nicht mehr. Es sei denn, wir müssen noch nach Hause schwimmen. Vielleicht sollte ich auch mal Licht anmachen. Ich glaube, das hilft, wenn ich die Taschenlampe anmache. Nee, dann sieht man ein bisschen mehr. Das ist ein guter Schachzug. Aber es ist trotzdem sehr verwirrend. Kann ich bitte irgendwo Luft holen? Danke. Das ist halt auch so eine Sache. Die Charaktere wissen ja eigentlich nie, dass sie überhaupt irgendwo Luft holen können. Die schwimmen ja einfach und gucken. Aber eigentlich müsste man viel mehr cautious sein, statt einfach irgendwo reinzuschwimmen, wo man nicht weiß, ob man wieder rauskommt. Wo geht's jetzt hin? Weil hier können wir nirgendwo lang.
That's the plan. Hier drüben irgendwas? Können wir aber auch nicht her. Weiter runter? Sieht vielversprechend aus. Oder auch nicht. I don't know, ich bin gerade ein bisschen flabbergasted, wo ich hin muss. Weil hier unten ist ja nichts. Irgendwo hier ein Durchgang, oder? Ich meine, hier ist ja die Leiter, um wieder rauszukommen. Vielleicht müssen wir da auch gar nicht rein. Oder vorher irgendwas anderes machen, aber I don't know. Es gibt hier auch auf dieser Brücke keinen anderen Weg. Zumindest keinen, den ich sehe. I don't know. Ach, wir müssen da rüberspringen. Die Leiter ist nur, falls man runterfällt. Was wir niemals tun würden. Dieses. Halt dich fest und kletter. Steigt der Wasserpegel? I don't know, aber ich weiß auch nicht, ob ich es herausfinden möchte. Ich drück doch die... Ich hab die linke Maustaste gedrückt. What the fuck? Ja, der Wasserpegel steigt. Naja, jetzt müssen wir immerhin nicht so weit hochklettern. Aber wir sollten vielleicht noch einmal Luft holen, wenn es denn geht. Ja, wir lassen uns einfach vom Wasser hochtragen. Ist doch kein Problem. Aber ich habe trotzdem die linke Maustaste gedrückt. Sogar zweimal. Weil ich habe gesehen, dass er es nicht erkannt hat. Dann habe ich es ja nochmal gedrückt und er hat es immer noch nicht erkannt. Aha. Naja. Whatever. Roy! Ich bin da! Ich weiß, wir sollten immer noch nicht rumschreien, aber ich werde es wahrscheinlich sowieso gleich machen. Fuck. Cold. Hier irgendwo ein Aufwärmeding? Ja, hier ist doch eins. Mal ein bisschen aufwärmen. Zieh die Handschuhe aus, Junge, komm schon. Das bildest du dir nur ein, hast du gerade gesagt? Dann könnte sie dich auch einfach schlafen legen. Wenn du denkst, dass du es einbildest. Also wenn man nicht ganz sicher ist und man sich nicht umbringen möchte im Traum, um aufzuwachen, kann man sich auch einfach schlafen legen. Das hilft auch. Okay. Kann ich das hier aufmachen? In der Tat. Was ist mit dem Raum hier hinten? Was ist mit dem Telefon? Das ist abgeschlossen. Okay, wir haben nur eine Richtung, in die wir gehen können. Finde ich auch besser. Holy shit, unser Weihnachtsbaum. Es wächst immer mehr, ey. Oh Gott, noch mehr Wasser. Es ist sogar legit mehr Wasser. Es ist mehr Wasser. Cass, gun to the roof. Roy. Roy must have gone through the roof. Must be a way up somewhere. Okay, das bedeutet... Er ist in diese Richtung hier gegangen, richtig? Aber wie kann es überhaupt sein, dass hier Wasser reinläuft? Also, wo kommt das Wasser her? Ist das einfach vom Regen? Weil hier ist ja nichts unter Wasser. Und das Ding hier ist doch bestimmt nicht wasserdicht. Das müsste doch ablaufen. Theoretisch. But I don't know. Ich bin auch kein Experte. Soll ich hier rausspringen? Kann ich hier rausspringen? Ich glaube, hier ist keine unsichtbare Wand, die mich aufhält. Eventuell ist rausspringen die bessere Option.
Hello? Oh, Jesus. Ja, die Toilettenspülung betätigen. Nicht? Wieso denn nicht? Das sind Augen. Kommen wir hier irgendwie aufs Roof? Wahrscheinlich hier hoch, ne? I don't know, I don't know. Wo sind wir denn jetzt? Gehen hier durch irgendwelche Lüftungsschächte. Und da soll man die Orientierung behalten. Ach, stock fast. Wahrscheinlich alles hier abgeschlossen. Die kann ich nicht mehr aufmachen. Die auch nicht. Die ist eindeutig zerstört. Ja, kommen wir hier drunter her? Ach ne, hier haben wir einen Lüftungsschacht. Nehmen wir den doch lieber, ist ein bisschen sicherer. Wenn wir uns dadurch quetschen können, könnten wir uns wahrscheinlich auch da drunter her quetschen, aber man will das Zeug ja nicht berühren. Werden alle eingewachsen, ey. Wollen wir da lang? Ist die Tür hier zu? Die können wir gar nicht öffnen. Dann wollen wir anscheinend hier lang. Einfach schnell abhauen. Gar nicht lange aufhalten. Okay. Wir wollen hier weiter lang. Wir können durch die Rohre, Rohrensysteme durchkrabbeln. Rohrsysteme, whatever. Und ein wenig weiter klettern. Wer ist das denn? Wir können nur nach unten, ne? Jesus, ey. Sag mir bitte nicht, dass das Roy ist. Jesus. Okay, klettern. Hier oben fühle ich mich doch wohler. Ich weiß zwar nicht, ob das Ding auch hier hochkommen kann, aber... Im Moment ist es das noch nicht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich hier runterbrechen. Nicht? Ja, weil hier muss ich runter. Wie viele Leute sind hier eigentlich? Stop making noise, guys. Was? Er hat das zu sich selber gesagt? Das klang gerade wie Roy. What the hell? How did they get like that? Christ, the trots do this. Trotz ist das, okay. Ja, wir haben hier nichts, das wir brauchen können. Roof access. Man, I'm so close. Rechts lang oder wo lang? Kommt das Ding zurück? Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Ich muss da vorne hin, aber das Ding ist ein bisschen im Weg. Und jetzt sehe ich erst recht nicht mehr, ob es kommt oder nicht. Ich wünsche, das würde jetzt hier vorbeigehen, dann wüsste ich wenigstens, wo es ist. Okay. Schnell hier rein.
Hello? Also jetzt solltest du wirklich alle Schrauben lösen, weil ansonsten ist das etwas laut, wenn da so ein... Ja, dann halt nicht. Klar? Warum auch? Da ist ja nur ein Vieh, das uns umbringen möchte auf dem Weg. But why? Also ja, du hast Lärm gemacht, aber das war nicht meine Schuld. Wo will ich überhaupt hin? Ach, hier hoch. Okay. Nee, ne? Das sehe ich jetzt mal so gar nicht ein. Ich bin hier auch nicht sehr schnell. Hey, Clary! Ja. Und jetzt? Nicht hier, ist hier irgendwo wieder ein Lüftungsschacht, wo ich hoch kann oder sonst was? Was ist mein Plan? Ein bisschen Brot essen, das aufgeweicht ist. Das ist schön salzig. Na, guckt mal hier. Blub. Nehmen? Ah, das ist gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Schon mal ein Problem weniger. Jetzt müssen wir nur noch Roy finden. Oh Jesus. Oh Jesus. Ja, ich weiß nicht, ob alles gut wird. Ja, und zwar ganz dringend. What the fuck geht da ab? What the fuck geht hier ab? Was ist das? Warum wackelt das da so extrem draußen? Holy moly. Zum Dach des Wohnbereichs, ja. Roy, wir haben dein Insulin. Jetzt müssen wir dich nur irgendwie da wegbekommen und wir haben, glaube ich, immer noch keine Fluchtmöglichkeit. Aber da sind die anderen ja dran. Und das muss ich... Ach du Scheiße, was geht da denn ab? Was zur Hölle haben wir da erweckt? Roy, up here! Schrei doch nicht! Such, aber such leise. Jesus, it's moving out of the other place. The fuck? God almighty. Ja, irgendein Eldritch Horror haben wir erweckt, wie bei World of Horror, ey. Roy! 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 Talk to me back mine. Jetzt nehmen wir einfach das Insulin. Come on, Roy! Roy, wake up, you prick! Please wake up! Wake up, come on! Ja, er ist noch wach, aber ihm geht's nicht so gut, deswegen spritz ihm doch mal ein bisschen Zeug. Bust. Doch nicht? Versuch ihn wiederzubeleben! Ja, mach doch hier! Roy, boop, boop, boop! Ein bisschen Mund-zu-Mund-Beatmung! What am I gonna tell Susan? Er gibt sich aber auch keine Mühe. She loved you, big man. She really loved you. So did my girls. Wait, what am I gonna tell them? Oh, ach Mensch. Your Uncle Roy's not coming home. Er wacht jetzt wahrscheinlich gleich auf und sagt, was erzählst du da für eine Scheiße?
Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich tot ist, weil warum, wofür dann diese ganze Quest mit dem Insulin? Aber ich glaube irgendwie immer noch nicht dran. Ich glaube, dass er gleich aufwacht und macht doch mal eine fucking Wiederbelebungsmaßnahme. Hello? Who is this? Finley, Kaz. You got to Roy. Good. Look, Kaz, the water's up to admin, so I couldn't get to Marine Control. You need to try and get there from where you are, alright? Jesus. Aye. And that English bastard better come and off. You can't stay in that hut forever, no? Kaz? Kaz, you still there? Yes. When you're not shouting, I start to worry, like. Is Roy making a fuss? Put him on. I'll get him to help. Guys, for fuck's sake, what's going on? Roy's not coming. Ah, Jesus. God, did you not make it? It was too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. No. We all loved the big man, eh? I let him down. He was relying on me. No, no. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. Ja, komm, er hat doch einige Freunde verloren. Ich meine, gut, Roy war einer seiner besten, aber... Und die kannte er ja schon vor der Arbeit, aber trotzdem. Ich sag ja immer, in solchen Notsituationen hat man, muss man sich zusammenreißen und hat keine Zeit zu trauern. Das ist nicht aus Disrespect oder sonst was, sondern das ist der Lage geschuldet. Man muss halt erstmal was anderes machen und danach kann man sich um sowas kümmern. Erstmal gucken, dass man selber lebt. Trotzdem, versuch ihn wiederzubeleben. Meine Fresse, spritz ihm sein Insulin. Ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Ich habe nicht aufgepasst. Jesus. Einfach mal hier hochklettern. Ist ja alles relativ linear. Machen wir hier wieder ein bisschen Assassin's Creed Style. Nur in lahm. Wir klettern anscheinend gerade nach ganz oben. Ich weiß nicht, was wir da wollen, aber... durch hier drauf klettern anscheinend. Halt dich bloß fest, Junge. Und jetzt? Achso, hier oben können wir lang klettern. Das sind so Gamer, gucken die nach oben. Das kenne ich. Jesus. Und jetzt wirklich? Oh Gott, aus drum. Steady. Steady. Oh mein Gott, ey, was geht da ab? Und was hat das Ding überhaupt vor? Ich wollte gerade schon sagen, ich drück die linke Maustaste. Es hat extrem spät reagiert. Irgendwas stimmt heute mit der linken Maustaste anscheinend nicht. Mindestens bei diesen Events. Was ist unser Plan? Das hat sich jetzt perfekt so gebogen, dass wir hier rüber können. So ein Glück. Meine Fresse. Und springen! Nicht runterfallen und am besten auch nicht runtergucken. Einfach hochklettern. Also wie hätte Roy das Ganze hier auch mitmachen sollen, ey. Naja. Müssen wir anscheinend wieder klettern, oder... Fuck. Ah.
Oder wir lassen uns einfach fallen. Leitstand. Okay. It's a fucking spaceship. I'm not touching anything Finley doesn't tell me to. Okay. Ruft Finley hier an oder wie sieht's aus? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Jesus fuck. Rob. Oh, hi. You and all. Nice and slow. It's all right. I just need to make a call. Yeah. Hi. Er guckt mich an. Here we go. Wo ist das Telefon? Genau. Ach, hier vor uns. Finley. I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck! Is it that bastard Renick? No. Jesus. Das ist aber auch nicht viel besser. It's Roper. He's all messed up. Cass, listen to me. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that, and then I'll talk you through the next part. Alright? Alright. I'll look for it. Yep. Es wird ja wahrscheinlich das hier sein, oder? Du hast sie gerade angerufen. What the fuck? Haben wir hier? Du hast sie gerade angerufen. Was ist dein Problem? Okay, lass mich raten. Rope hat den Schlüssel. It's all right, pal. Here we go. I'll look after this now, all right? Ich bin nicht Renick. Halte ihn. Renick fernhalten oder sagst du, Renick soll mich fernhalten? I don't know. Aber wir machen das hier auf. Und den Hebel umlegen. Das sieht schon mal gut aus. Hello? What's next? Flood the forward pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. Pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he not down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do ours, right? All right. He's coming for me. Okay, Renick soll kommen. Was ist das? Ich ignoriere ihn einfach. Ja, weiß ich nicht. Der sagt, Renick kommt. Und Renick ist ganz sicher eine Gefahr. Ist das jetzt das Ding hier? Überbrückung der Ballaststeuerung. Warnung. Schalter im Notfall betätigen. Steuerpult der Säulen. Zugwinden vor dem Betätigen der Schalter deaktivieren. Schalter nur betätigen, wenn sich kein Personal in den Pontonbereichen aufhält. Okay, woran sehen wir das? Hello. All right, that's done. Now what? That's it. Come on, come on. Come on, what? It's moving. Did it work? Fucking aye. See,
Thank Christ, finally. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Bohrinsel funktioniert, aber es ist sehr interessant. Okay, I'll meet you there. We're going to be all right, Kaz. I fucking hope so. Jesus! Lass mich doch in Ruhe, ich hab dir nichts getan! Okay, weiter geht's. Lass mich raten, Rennick ist hier. Auf zur Bohrsteuerung. Alter, hört doch mal auf, so laut zu sein. Ach so, es ist wieder eine Wahnvorstellung von ihm. Der dreht irgendwie auch immer mehr durch. Ja, vielleicht. Ich sag halt, so vom Deck gefallen bist, hast du dir den Schädel angeschlagen oder du leidest gerade Fieberträume. Waste on the floor, accidents galore. Schön. Ja, und jetzt? Ich sehe nichts. Ich würde mal sagen, wir verfolgen die Fluten einfach. Wir haben keine große Wahl. Und hoffen, dass wir irgendwo Luft holen können. So wie hier zum Beispiel. Ei. Das ist häufiger, dass irgendwas knapp war, ne? Wahrscheinlich irgendein Vieh. Deswegen sei mal lieber nicht zu laut. Wie schon wieder. Schwimm einfach mit dem Wasser. Dann ist alles gut. Meistens zumindest. War ein bisschen kalt, aber naja, du kannst dich ja wieder aufwärmen. Irgendwo bestimmt. Die Korridore sind alle twisted und turned. Shit. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Bohrinsel gerettet haben oder... irgendwie gehen wir gerade immer mehr unter, aber ich weiß nicht, wo das ganze Wasser überhaupt herkommt. Muss doch irgendwo abfließen. Okay. Geht hier ab? Seh nichts. Meine Taschenlampe ist nicht stark genug dafür. Gott. Oh Mann, ey. Ach, naja. Jetzt schwimmen wir in solche Höhlen von so Dingern rein, wo wir nichts berühren können. Was leuchtet hier überhaupt blau? Einmal Luft holen. Und hier können wir doch rausklettern, oder? Telefon. Hello? Sus? Sus! Was? Was ist denn jetzt los? Ich sage, irgendwie sind wir am Durchdrehen. Überall kommt Wasser rein, meine Güte, ey. So viel zum Thema, die Wassersektion ist nur ein kurzes Segment. Aber gut, was erwarte ich denn? Die Bohrinsel geht unter. Irgendwie. Ja, lauf einfach. Nicht umdrehen, einfach laufen. Jesus! Okay, oder schwimmen. Schwimmen hilft auch. Die Strömung treibt uns schneller voran und ich sehe nichts. Ah, Hilfe. Oh Gott. Keine Wände berühren. Send help.
Das ist ein bisschen schwer. Ich glaube, das Zeug hat uns schon infiziert. Guten Morgen. Ja, aber so einfach ist es nicht, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal den einzigen Weg, den man offensichtlich gehen kann. Och, Rennick, nervt noch nicht. Hilf drücken, um zu rennen im Wasser. Ja, das funktioniert wunderbar. Guckt mal, wie schnell ich bin. Als würde es um mein Leben gehen. Hier passt der Fettsack doch nicht durch, oder? Lass mich los. Nur weil du hier nicht durchpasst. Meine Fresse. Ja, dafür ist es ein bisschen zu spät. I'm very sorry, aber dich kann man nicht mehr retten. Mich hingegen schon, wenn du mich nicht aufhältst. Oh, Steuerung. Jesus, that was... Oh, fuck. You rest in peace, you cunt. Christ. Es wäre schön, wenn er in Ruhe in Frieden ruhen würde. Aber das tut er offensichtlich nicht, das ist unser Problem. Vorsteuerung. Finley? What's going on? Who are you talking to? Hello? Kaz, you made it. Brody, what's wrong with Finley? She's freaked out here. Listen, Kaz. There's no much time. There's oil and gas getting in here. Er war da doch noch nicht raus. Way. I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. There is a time bomb now. You understand? One spark and you need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. No way. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? Das bringt doch nichts. You wouldn't even get halfway to me. The legs flooded and the gas. It's no possible. You got your dive gear? Aye. Yeah, so you can use that. It's oil, Kaz. There's nothing to be done. I fucking see that. I knew the risk when I came down here. Fuck. Can I lose you as well? Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've never seen water like that, Kaz. Clear, peaceful. You just let go, and everything's fine. Hey, that sounds beautiful. You go one day. All right. No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you can do this, all right? Was macht sie da? Das klingt so, als würde sie versuchen, ein Feuerzeug anzuzünden. Talk to me. It's getting higher. Alright, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. Alright, I'm here. Get him! Brody. Oh, fuck. Brody. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht darauf wartet, bis er sich meldet, dass er da fucking raus ist. Auch wenn man unter Zeitdruck steht. So, what the fuck? Fuck. How is this happening? What are we there now, Finley? Doesn't it fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. More of them. Always. We see that. We've been fucking about with the lakey and pontoons. I mean, I hope him.
What's new pals turn into monsters? Never once, never fucking once, have we tried to do what needed to be done. Captain, all right, what do you mean? I mean, I'm ending this. Fucking hell. Finley, no, come back. Okay, sie will die Bohrinsel in die Luft sprengen. Ja, warum nicht? Lassen wir sie doch. Ist wahrscheinlich besser für die Menschheit. Finley, ja. Wait a minute! Jesus! Fucking... Come back, you're not thinking straight! Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ich weiß aber nicht, was man noch für Hoffnungen hat, wenn man fucking Armageddon Sky draußen sieht und alles untergeht. Weiß ich nicht, ich will sie eigentlich nicht aufhalten. Ich weiß nur nicht, ob so eine Explosion das Ding jetzt überhaupt noch auffällt. Dafür ist es wahrscheinlich auch ein bisschen zu spät. Wir müssen einen Weg finden, komm schon! Fucking kidding yourself! Spring einfach hinterher. Er ist irgendwie auch nicht so ganz überzeugt, ob er das überhaupt machen möchte, so langsam wie er sich jetzt gerade bewegt. Finley! Will zumindest dabei sein. Oh Jesus. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zerquetscht werden, ey. Yep. Ich sage jetzt sowieso alles zu spät. Fuck. Jesus, Finley. Fucking hell. Guys. I'm here, Finley, I'm here. Guys. Who is it you hear? When? When it's close. Who do I hear? It's not your Christmas card. I hear my wife. Who's? I just want to get back to her, Finley. To my wains. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. Kate. Fucking Kate. He's singing. We'll not see him again, Cass. There's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, Cass. We don't want him coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Finley. I don't know what to do. Go and face it, cuz. What do you mean? Wir verwandeln uns halt alle. Wir sind infiziert. We can't get back. We can't. But I can't. It's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save them. Jesus, Finley. You want to leave it a chance? If it gets to the mainland. Oh, you know I'm right. I'm almost fucking right. Oh, Christ. Christ. Ja. Ich glaube, wir haben da keine große Wahl. Dann wachen wir auf und es war alles nur ein Traum, weil wir ins Wasser gefallen sind und unter Fieber stehen. Eieieiei. Wir gehen ins Licht. Metaphorisch gesehen. Und realistisch auch. Holy shit, was geht hier ab?
Alter, ey, das ist wie eine ganz andere Welt hier drin. Das wirkt irgendwie nicht mehr so, als wäre ich auf der Bohrinsel. Christ. Jetzt merkst du es auch? Ich dachte, das hätte der rote Himmel dir schon vorher verraten. Sorry, Süß. So. So sorry. Hui. Ja, lass es nicht fallen, das geht auf dem Weg aus. Naja. Immerhin ist es schnell vorbei für uns. Das Problem ist, wir wissen dann auch nicht, ob es Erfolg hatte. You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading about your face. Kann mich noch umgucken. Aber hier ist nichts. Jesus, Cass. Because I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jim. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that vamp up? You're not so bad yourself, all things considered. Marry me. What? I'm serious. Marry me. I make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. Wir gerade unter Wasser? She's perfect. She looks just sieht like aus, als wären wir unter Wasser. Wie er schwimmt. Dad's eyes. I'm sorry, Kaz. I knew you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Kaz. I'll never leave you, Susan. I'll be at your side forever. I'm always going to be here for this wind. Ja, das hat sich wohl nicht ganz erfüllt. Denn jetzt los. Es war alles nur ein Traum und nicht mal ein Fiebertraum. Wahrscheinlich nicht, es wird mich wundern. Hochzeitsbilder. Okay. Mehr Bilder, ein Baby, meine beiden Töchter. Ein paar Gemälde, die sie für ihn gemalt haben. Kiss the Waynes for me. Tell them I'll be back for Christmas. I'm sorry, Suze. War der Tag, wo er dann aufgebrochen ist, I guess. Jetzt ist er auf dem Meer. Hey, Kaz. I'm sorry it's been so hard. Just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big gallus man back home in one piece, okay? Yeah. I miss you and I love you. The girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but
He's a good man, and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Cass. To keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Be safe out there on those waters. My man. My love. Ja, kein weiterer Twist. Das war Still Wakes the Deep. Wir haben alles in die Luft gesprengt und wissen im Endeffekt nicht mal, ob es was gebracht hat. Wir können nur hoffen. Und niemand hat's überlebt. Ja, ich weiß ja nicht so richtig. Die Story hat irgendwie für mich ein bisschen gehapert. Also ich weiß, sie haben versucht, irgendwie eine Bindung aufzubauen zu Roy und auch zu denen und sonst was. Aber ich glaube, so wenig Zeit, wie die in dem Spiel hatten, so wenig Story, wie die generell hatten, wäre es besser gewesen, wenn das Ganze ein gutes Ende gehabt hätte. Weil so dieser Tod von Roy und auch, dass Cass sich jetzt opfern musste, das war irgendwie nicht so mit. Also ich konnte da nicht so mitfühlen, einfach weil ich nicht genug Zeit gehabt habe, eine Bindung zu den Charakteren aufzubauen. Ich verstehe ja, dass Roy Cass bester Kumpel war und auch ein langzeitiger Freund der Familie und sonst was, aber ich als Spieler konnte jetzt nicht so viel Zeit mit denen verbringen. Und auch nicht genug, als dass ich mich da wirklich reinfühlen könnte. Deswegen war ich jetzt nicht so sad darüber, dass er da tot lag. Und ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie das Ganze mit ein bisschen Humor genommen hätten, so nach dem Thema, ach, der wacht wieder auf. So nach dem Thema, oh, was labert der für eine scheiße Gas, ey. Boah, Mann, so schmierig. Das wäre viel besser gewesen, als dass er wirklich tot gewesen wäre. Und dass sie auch alle entkommen würden, wäre auch besser gewesen zu diesem Zeitpunkt. So kurze Geschichten, die bieten einfach nicht genug Platz für eine emotionale Bindung, für ein schlechtes Ende. Also für ein melodramatisches. Das kann man nur bei längeren machen oder wenn man halt sehr, sehr gut Geschichten schreiben kann. Aber das hatte dieses Spiel halt leider nicht, deswegen war ich von der Story ein bisschen enttäuscht. Vom Spiel generell her ist ganz okay, ist ein gutes Horrorspiel. Mit ein paar Escape-Sequenzen und ein bisschen, ja, mehr oder weniger Rätseln, aber jetzt auch nicht sowas Revolutionäres, würde ich einfach mal behaupten. Aber macht ja nichts. Also ich hatte trotzdem meinen Spaß daran, das hat mir auch Spaß gemacht, es zu spielen. Ja, und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Ja, wir sitzen immer hier durch die Credits durch. Oh, man kann sie verschnellern. Ah, das liebe ich, wenn Spiele sowas machen. Das ist, wenn Spieleentwickler wirklich wissen, dass die Credits sich sowieso keiner wirklich durchguckt. Und für die Leute, die Interesse haben, können ja zwischendurch anhalten und gucken, aber ich sage ja immer, 99,99% der Leute, die diese Spiele spielen, die interessieren die Credits nicht. Aber naja. Wir können sogar komplett überspringen. Aber ich lasse da jetzt einfach mal das durchlaufen. Ich meine, gut, wenn ich überspringe, kommt wahrscheinlich auch noch was am Ende, aber naja. Ich möchte ja trotzdem irgendwie Credits zu den Leuten geben. Wenn einen von euch das interessiert, ihr könnt ja Stopp machen, wenn ihr irgendwas Interessantes seht. Und auf der anderen Seite muss ich aber nicht so lange hier durchsitzen oder auch die Leute, die es dann auch nicht interessiert. Oder ihr skippt einfach bis zum Ende der Credits. Geht natürlich auch. Ansonsten laber ich hier einfach so vor mich hin, rede irgendeinen Scheiß, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll während der Credits, da ich meine Meinung zu dem Spiel schon abgegeben habe und im Endeffekt, ja. Aber wir sind ja jetzt schon am Ende. Hier kommen ja die ganzen Logos und sonst was. Blub. Passiert noch was? Nee, das war's tatsächlich. Keine Post-Credit-Scene. Ja. Ich würde einfach mal sagen, das war Still Wakes the Deep. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten.
wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine Spooky Night oder wann auch immer ihr dieses Video sehen wollen werdet, sollen, können, tun. Das machen wir nochmal. Damit bedanke ich mich immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen Spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei welchem Horrorspiel auch immer. Oder vielleicht sogar bis zu einem anderen, weil bald ist der Spooktober ja auch schon wieder vorbei. Naja, bis dahin. Bye, bye.